Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to the second channel. Heute mal mit Alpha Kevin, Alpaka Kevin. 4 Tage zu spät? Ich glaub's nicht. YouTuber lässt Flugzeug abstürzen und muss nun bis zu 20 Jahre in Haft. Das habe ich mitbekommen. Es wird absolut bodenlos. Bodenlos. Jetzt bin ich ein bisschen zu laut gewesen, oder? Sorry, dass ich euch gerade so angeschrien habe. Wenn ihr sehen wollt, wie weit Menschen gehen, nur um ein paar Klicks zu machen, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Das seht ihr auch auf diesem Kanal richtig. Ein YouTuber hat es tatsächlich geschafft, durch einen Absturzprank mittlerweile vor Gericht zu stehen und ihm drohen jetzt bis zu 20 Jahre Gefängnis. Also hätte ich jetzt persönlich eher weniger Bock. Worauf ich aber umso mehr Bock habe... Bitte nicht, bitte mach's nicht, bitte mach's nicht. Ich nehme einen Schluck Holy, wenn du jetzt Just Legends in die Kamera hältst. Das ist der neue Performance Booster. Alpha Kevin, ja? Reizen brauchst mich nicht. Das ist der neue Performance Booster, wahrscheinlich von Holy, meint er den. Ich bin jetzt nicht sicher, was er für Holy, für Werbung gemacht hätte, aber ich glaube, er meint Holy. Gibt es den Win der Woche? Kennt ihr zufälligerweise den YouTuber Trevor Jacob? Wenn nicht, dann habt ihr tatsächlich einiges verpasst, denn diese Geschichte ist wirklich wild und die könnte noch so richtig, richtig bitter enden. Trevor Daniel Jacob ist ein 29-jähriger YouTuber, welcher aus Kalifornien kommt. Er war unter anderem Snowboarder, welcher beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen in Sochi 9. Platz wurde. Aber er schaffte es sogar auch, einen Weltcup-Sieg im Snowboard-Cross zu erzielen. Seit 2016 ist er jedoch relativ zeitig in seiner Karriere zurückgetreten. Deshalb verbrachte er seine Freizeit vor allem mit dem Fliegen seines kleinen Flugzeugs oder aber auch mit Videos, welche er auf YouTube online stellte. Und was bietet sich da eigentlich mehr an, als beides zu kombinieren? Und damit meine ich jetzt übrigens nicht Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Das war kein Meter, hast du das gesehen? Rüdiger, bitte das Schild, Vorsicht! Du sollst einlanden, habe ich gesagt, und das ordentlich. Wäre das so abgelaufen wie bei Rüdiger, dann wäre alles entspannt, dann wäre es einfach nur lustig gewesen. Aber dieser Fall wird deutlich, deutlich härter. Denn am 24.12.2021 veröffentlichte der YouTuber Trevor ein Video mit dem Titel I crashed my airplane. In diesem Video... Oh, ist das gar nicht mal online, oder was? Ich habe das erst letztens noch gesehen. ...ist zu sehen, wie er ein Airplane crasht. Okay, Spaß beiseite. Der Typ hat halt gefilmt, wie er sein Flugzeug fliegt. Und irgendwann ist dann sein Motor ausgefallen, was man gut daran erkennen konnte, dass der Propeller nicht mehr lief. Normalerweise ist es dann allerdings so, dass man solche Flieger theoretisch auch im Segelflug landen kann. Dieses Risiko ging der Pilot jedoch hierbei nicht ein. Deshalb sprang Trevor mit einem Fallschirm aus seinem Flugzeug und ließ dann sein Flugzeug einfach in die Natur abstürzen. Er hatte dabei selbstverständlich über... Also ganz kurz, da muss man auch nochmal dazu sagen, ja? Er wird es vielleicht eh noch erwähnen, aber schaut euch das an. Okay? Der fliegt da mit seinem Gleiter entlang oder was auch immer. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Und er sitzt drinnen und hat, während er drin sitzt, hat er einfach einen Fallschirm an. Was normalerweise nicht passiert, außer du spielst GTA San Andreas. Bruder, sitzt mit einem Fallschirm strapped to him. Du fliegst ja auch nicht mit einem normalen keine Ahnung, mit einer normalen Boeing, wenn du als Pilot arbeitest, sitzt ja auch nicht mit einem Fallschirm da. So. Aber er hat ihn an, Motor geht aus, sein erster Gedanke, ja, ich spring raus. So, dann haben eh voll viele Piloten oder halt Leute, die sich so damit auskennen, gesagt, yo, es gibt einige Vorkehrungen, die du vorher noch treffen könntest, bevor du einfach dippst, Bruder, bevor du einfach rausspringst. Vor allem halt auch so ein Fallschirm, also auch einfach so aus deinem Flugzeug rauszuspringen, das ist auch nicht gerade das Ungefährlichste, was du machen kannst. Aber das Ding ist halt, hier, überall hier, könnten halt einfach Leute wandern oder keine Ahnung, das Flugzeug, das trifft dann irgendein Tier oder das Flugzeug crasht und löst irgendwie einen Brand aus, keine Ahnung. Und dann, was willst du da machen? Dann brennt das, dann fackelt das hier alles ab, so. Das ist halt einfach Full Flex. Er hat einfach gesagt, ja, irgendwo da wird es schon landen. Und ich bilde mir sogar ein, dass da hinten eine Stadt ist oder ich weiß nicht, ob das da hinten ist, aber halt irgendwo da in der Nähe gibt es halt eine Stadt oder ein Dorf. Das heißt, rein theoretisch, wenn du einen blöden Windzug erwischt, kann das Flugzeug auch einfach in eine Stadt crashen. So, Bruder, das ist so komplett lost. Komplett lost. Er hatte dabei selbst... Aber Hauptsache, guter CPM. ...verständlich überall Kameras angebracht und auch beim Sprung filmte er sich, wie man hier sehen konnte. Let's go. Ja, ist natürlich auch Standard, dass hier eine Kamera hängt. Na klar, du gehst ganz normal fliegen. Ja, hier, Kamera. Und jetzt der Shot. Ja. Während das Flugzeug also abstürzte, landete auch Trevor wenige Minuten später ebenfalls an einer ähnlichen Stelle und filmte dann selbstverständlich auch das alte Wrack von dem Flugzeug. Ja, das tut auch sicher weh.
I guess I should probably document what's going on. Oh my god. Ja, vor allem schaut euch das an. Das ist ja alles trockenes Gestrüpp, oder nicht? Die Sonne scheint, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, ob ein Flugzeug explodieren kann oder nicht. Aber halt, es ist ja trotzdem Kerosin drin. Das ist ja sicher auch flammable. Jetzt nicht, dass das irgendwie einfach so explodiert, aber halt, also die Chance besteht sicher. Sicher besteht die Chance, oder nicht? Oder, achso, oder ist das einfach nur so ein Gleitflugzeug? Egal, trotzdem, du kannst es ja einfach nicht, du kannst es ja einfach nicht machen. Nur kurze Zeit später begannen schon die ersten Zweifel von einigen Usern, einigen Hobbypiloten, aber auch seitens der US-Luftfahrtbehörde. Diese haben nämlich Trevor direkt im Anschluss die Privatpilotenlizenz entzogen, weil er eben gegen die Luftfahrtregularien der USA verstoßen habe. Außerdem habe er das Flugzeug noch rücksichtslos in die Natur krachen lassen und somit andere Menschen potenziell in Lebensgefahr gebracht. Die New York Times schrieb dazu ebenfalls, dass er nie versucht habe, die Flugsicherung zu kontaktieren, um das Triebwerk wieder in Gang zu bringen. Und laut denen hätte man auch das Flugzeug im Segelflug landen können, ja, da es vor Ort Gebiete gegeben hätte, die eine solche Landung ermöglicht hätten. Also Trevor hat wahrscheinlich nicht damit... Also kann man nicht theoretisch, ja? Das ist jetzt hier, ich will das hier nicht gut heißen oder sonst was, ich will nur das Maximale, ich will mir nur überlegen, er hat sich ja gedacht, okay, ich crash jetzt einfach beim Plane, so. Dann musst du das ja auch smart machen. Gäbe es da nicht einen besseren Weg, das zu machen? So. Das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt keine Ratgebung oder sonst was. Das ist natürlich das absolut... Schau, der kriegt jetzt eventuell 20 Jahre Knast, ja? Aber wenn du sowas machst, dann musst du ja auch davon ausgehen, du willst ja auch, dass das Video viral geht, weil da war ja, glaube ich, sogar ein Sponsoring drinnen. Dann willst du ja, dass das Video viral geht und dann gehst du ja davon aus, dass es halt eben die Luftfahrtbehörde und sonst was halt sieht. Oder ja, obviously, so, du musst ja das irgendwie melden, dass du halt dein Flugzeug gecrashed hast. Kannst du dann nicht theoretisch, keine Ahnung, irgendwie das Flugzeug... in Brand setzen, unabsichtlich oder so, das wäre dann noch epischer. Nein, stimmt, siehst du? Stimmt, das kannst du nicht machen, weil dann brennst du ja den ganzen Wald ab und so. Ich weiß nicht. Irgendwie hätte er das smarter umsetzen können, sodass das realistischer hätte, also gewirkt hätte. Aber halt obviously, wenn du da schon mit einem Fallschirm drinnen sitzt und halt gar nichts machst, Ja, na klar, das ist jetzt meine Meinung. Und halt gar nichts machst, um das Flugzeug irgendwie wieder zum Laufen zu bringen, sondern instant einfach rausspringst, dann ist halt, Bruder, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass halt normale Personen schon auf die Idee kommen, so, yo, das ist jetzt Blödsinn, was du hier machst. Körnchen, vielen lieben Dank für den Sub. Mit gerechnet, dass andere Menschen seinen Absturz anzweifeln würden. Und er hat dabei natürlich viele Dinge nicht beachtet, weshalb er später auch hops genommen wurde. Dazu kommen wir jetzt gleich. Denn es ging im Laufe der Zeit noch weiter. Trevor ist nämlich tatsächlich nach seinem Flugzeugabsturz wieder zu diesem Punkt zurückgekehrt und hat mit Hilfe eines Helikopters von einem Freund sein eigenes Wrack beseitigt und zerstört, um die Ermittlungen der Behörden zu erschweren. Denn ohne Wrack kann die Behörde auch ganz schlecht einschätzen, an was es jetzt gelegen hat, weshalb dieses Flugzeug nicht mehr fliegen konnte. Er log dann noch nach dem Vorfall die ganze Zeit die Behörden an, indem er meinte... Das ist auch ganz gut. Das ist auch so dumm. Das ist so wie wenn du, da habe ich mal gehört, wenn du betrunken Auto fährst und dann den Alkoholtest verweigerst, dann ist auch egal, ob du betrunken warst oder nicht, aber wenn du den Alkoholtest verweigerst, dann müssen sie davon ausgehen, dass du betrunken warst, weil es würde sonst keinen Grund geben. Das heißt, wenn du jetzt dein eigenes Wrack beseitigst und zerstörst, dann müssen sie davon ausgehen,
dass da halt irgendwas nicht ganz koscher war mit dem dass Ding. Dass er nicht wisse, wo denn das Wrack liegt. Ja, ich meine, das kann schon mal passieren, dass so ein Flugzeug einfach mal wegkommt. Und er log außerdem noch die Luftfahrbehörde an, indem er meinte, dass es nie eine sichere Landeoption gab. Mittlerweile hat aber diese ganze Thematik eine Wendung genommen, denn bisher stritt Trevor sämtliche Vorwürfe und Anschuldigungen in Bezug seines absichtlichen Flugzeugabsturzes ab. Doch mit den immer stärkeren Vorwürfen in seine Richtung gab er mittlerweile nun ein Jahr später zu, dass er das Flugzeug für ein Video mit über 4 Millionen Aufrufen tatsächlich absichtlich zerstört hatte. Er habe außerdem gemeint, dass er die Ermittlungen der Behörden behindern wollte durch das Zerstören des Wracks und er meinte außerdem, dass er nie vorhatte, sein angebliches Flugziel zu erreichen. Stattdessen wollte er einfach Geld mit dem Video verdienen sowie viral gehen. Das Video hat zwar mittlerweile durch den ganzen medialen Aufruhr über 4 Millionen Aufrufe geknackt, aber so richtig krank viral für einen Flugzeugabsturz ist das Video jetzt auch nicht gegangen. Das Ende vom Lied ist allerdings nun, dass sein Pilotenschein entzogen wurde und er bis zu 20 Jahre ins Gefängnis kommt, weil er Menschenleben aufs Spiel setzte und er die Behörden die ganze Zeit anlog. Wie lange er jetzt nun wirklich aufgrund dieses coolen Scherzes einsitzen wird, das wird sich noch zeigen, aber es ist relativ sicher, dass er aufgrund dieses Videos ins Gefängnis kommt. Sehr bittere Sache, aber es zeigt mir auch wieder, dass manche Menschen alles dafür... 4 Mio Kaiser Pisti, na überleg dir mal, klar 4 Millionen ist vielleicht, sind vielleicht viele Klicks, aber Bruder, so ein Alpha Kevin macht das in 4 Monaten auf seinem Zweitkanal, nicht mal. Überleg dir das mal. Ich meine, klar, da ist auch ein Sponsoring drin gewesen und so und da musst halt, also da müsstest du dann in jedem Video Sponsoring und so, aber 4 Millionen Klicks, das ist für sehr viele YouTuber, allein deutsche YouTuber, im englischsprachigen Bereich kannst du das ja viel easier erreichen, ist gar nicht mal so viel. Und halt, das im besten Fall wären es halt, keine Ahnung, 12, 13 Millionen gewesen, wäre jetzt auch nicht so unfassbar viel. Also klar, wäre es viel Geld, es wär auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld, so 10 Millionen Klicks sind mega viel Geld, aber das ist halt auch... Ich weiß nicht, so ein Flugzeug kostet ja auch was, ne? Also wie viel kostet das Flugzeug? Safe Call mindestens, ich weiß nicht, 4.000, 5.000 Euro, mindestens. Das heißt, wenn du Minimum von 5.000 ausgehst, was ich jetzt mache, weil 5.000 für so ein Flugzeug ist safe, dann musst du halt schon ein bisschen mehr als halt nur 1-2 Millionen Klicks machen. Gut, Sponsoring ist dann auch noch mit drin, aber das muss sich halt auszahlen. So. Das muss sich halt auszahlen. 15 bis 20.000 der Flieger? 20.000? Bruder, dann hat er ja, ich weiß nicht, was für ein Sponsoring das war und wie viel er dafür bekommen hat, aber dann ist er vielleicht aber auch Blanko gezogen. Dann hat er einfach 4 Euro gemacht oder so. Tun, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich persönlich kann das wirklich absolut nicht nachvollziehen, Bruder, wie man auf so einen Gedanken kommt, so ein Video zu drehen, weil man schon im Vorfeld hätte abschätzen können, welche Auswirkungen das haben wird. Ist ja logisch, dass solche Unfälle im Nachhinein kontrolliert werden, vor allem, wenn es wirklich aus jeder ersichtlichen Position Kameraaufnahmen gibt. Was denkt ihr darüber? Findet ihr eine Gefängnisstrafe in diesem Falle komplett okay oder sagt ihr, das ist zu übertrieben, weil es ist da niemand zu Schaden gekommen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Trevor Jacob ist auf jeden Fall einer der Kategorie YouTuber, die wahrscheinlich für Klicks und für Viralität alles tun. Und jetzt natürlich noch eine Bitte. Check den Link unten in der Beschreibung ab. Für Holy Energy. Ja, macht es auf jeden Fall. Ein sehr, sehr gutes Video. Gebe ich ein Like. Gefängnisstrafe absolut gerechtfertigt. Alles andere kannst du da nicht machen, weil wenn da auch nur irgendein Dude vorbeigeht oder wenn irgendwas wäre mit einem Brand oder irgendein Tier wird verletzt, allein das. So, du kannst es halt einfach nicht wissen. Du hast null Ahnung, wo das Flugzeug landen wird. Und das ist einfach unfassbar fahrlässig oder fluglässig.